So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part Mystic Quest. Ja. Wir waren jetzt hier in diesem Baum stehen geblieben, wo ich bisher immer noch finde, er ähnelt dem Dekobaum, aber da ja bekanntlich Ocarina of Time erst auf dem Nintendo 64 rauskam und ja, dieses Spiel hier vorher erschienen ist, heißt das vielleicht, dass sie ja diese Idee irgendwie daraus entnommen haben, wer weiß. Kann man nur spekulieren. Mal schauen, vielleicht seht ihr das ja genauso. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Weihnachten gut überstanden. Und ja, wir haben jetzt heute Sonntag. Am Mittwoch ist, ich meine Silvester, ja, müsste jetzt gewesen sein. Und ich hoffe, ihr freut euch dann riesig. Und ihr habt euch alle was vorgenommen, wie die meisten. Und dann tun sie es doch nicht. Aber wäre natürlich schön, wenn es da Leute gibt, die das Ganze auch ernst meinen und sich wirklich was zu Herzen nehmen, was vielleicht ihr Leben ein bisschen besser machen könnte. Ja. Ja, Silent Hill ist jetzt komplett hochgeladen. Ich habe jetzt schon, wie gesagt, Resident Evil Code Veronica X habe ich schon angefangen. Muss ich jetzt nur noch hochladen. Das wird jetzt die Tage auch noch kommen. Silent Hill 3 habe ich jetzt noch nicht angefangen aufzunehmen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch machen. Aber ihr wisst, der Tag meiner Nachprüfung steht bald an. Ungefähr 2 Wochen. Und da habe ich zurzeit nicht wirklich viel Zeit zum Aufnehmen und da habe ich andere Sorgen. So gerne ich halt natürlich auch meine Zeit natürlich darin investieren würde, sehr viele Videos aufzunehmen und zu bearbeiten und so weiter und so fort. Aber naja, das ist halt nicht im Zeitrahmen zurzeit. Also es ist leider nicht die Zeit vorhanden. Aber heute habe ich mal richtig Bock wieder auf Mystic Quest, weil ich ja jetzt weiß, wo wir sind und dass wir jetzt nicht wieder auf dieser Karte herumlatschen. Ich mag es eher in so Dungeon herumzulaufen und so weiter. Fand ich zum Beispiel bei Zelda-Spielen auch immer interessanter. So die Umwelt und so fand ich zwar auch cool, aber mich hat natürlich am meisten immer interessiert, was passiert jetzt wohl, was für ein nächster Dungeon wird jetzt bald kommen, was muss man da machen, was für Gegner warten da auf einen, was für ein Dungeon-Item bekommt man oder je nachdem. Das war immer so der Reiz. Es ist quasi dieser Erkundungstrieb und ich habe jetzt gerade aus Versehen den Greifhaken oder wie der hieß, ausgefahren. Ja, ich werde jetzt hier auch versuchen, so gut wie möglich alles niederzumetzeln, was hier zum Metzeln geht. Ich mache Kleinholz aus euch. Ganz genau. Und ich werde meine Spielesammlung vervollständigen. Ich habe letztens gesehen, dass ich das... Oh nein, versteinert. Ich habe letztens gesehen, dass ich das gar nicht mehr auf meiner Hauptseite hatte. Und das hat mich daran erinnert. Da gibt es ja noch ein paar Videos, die ich machen muss. Oh. Aber ich habe mir jetzt etwas bestellt und zwar so so komische Lampen. Damit das Lichtverhältnis etwas besser ist, wenn ich dann quasi eine Aufnahme mache. Also wenn ich quasi vor der Kamera stehe. Weil das hat mich doch ein wenig geärgert. Oh Mann. Und ich möchte natürlich nicht, dass es so sehr an Qualität mangelt und so weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. Und deswegen werde ich das dann auch erst damit aufnehmen. Mal gucken, wie ich das mache. Ich habe ja, also ihr kennt das doch sicherlich auch. Ihr habt zwar so gesehen, seid ihr auf dem neuesten Stand, aber es gibt da noch gewisse alte Spiele, so die man vielleicht mal irgendwie sich nochmal zulegt. Oder wo man dann erst später davon erfährt, was, das gibt es und ey, das ist ja gar nicht so schlecht. Wenn ihr dann zum Beispiel ein Let's Play von einem anderen Let's Player oder so gesehen habt und euch dann denkt, ey, dieses Spiel sollte ich mir mal wirklich zulegen. Ich bin ja totaler Fan von dieser oder diesem Genre. Und ja, so ungefähr ist es bei mir dann auch. Zum Beispiel die, also die Xbox 360 Variante. Da gibt es dann so ein oder andere Spiele, die ich dann zum Beispiel noch dazu bekommen habe oder mir geholt habe.
Die sind natürlich dann nicht in der Spielesammlung vorhanden. Das heißt, wenn ich dann neuere Spiele habe, dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wer weiß, ob ich dann ein Zusatzvideo dafür mache, für so zwei oder drei Spiele. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde. Ich glaube eher nicht. Vielleicht kann ich das Ganze ja mal lösen, indem ich dann einfach mal darüber quatsche, um euch dann zu erzählen, worum es sich in dem Spiel geht und so. Dann mache ich halt ein einzelnes Video pro Spiel. Dann kann ich so ein Pro- und Contra-Sachen sagen und so weiter. Dann gehe ich ein bisschen mehr auf das einzelne Spiel ein, als um mehrere, also um die Sammlung allgemein. Zumal für die Wii und die Wii U habe ich ja jetzt noch gewisse Spiele noch dazu bekommen. Oder eher gesagt, ich hatte mal welche, die habe ich mir nochmal geholt. Das kennen vielleicht einige, vielleicht aber auch nicht. Je nachdem wollte ich auch dafür noch ein paar Let's Plays dazu machen und so weiter und so fort. Deswegen hat man sich dann natürlich nochmal entschieden, okay, vielleicht sollte ich dann doch das ein oder andere Spiel doch nochmal herauskramen. Oder eher gesagt, nochmal erneut kaufen, natürlich dann halt gebraucht oder so, nicht für viel Geld. Ist zwar im Endeffekt Schwachsinn, aber naja, wer hätte denn damals gedacht so, dass man Let's Plays aufnimmt? Und dass man diese Spiele eventuell nochmal gebrauchen könnte, um der Menschheit zu zeigen, was es da draußen noch alles so gibt. Naja, kann ja nicht jeder wissen. Ja, ihr könnt mir ja mal drunter schreiben, was ihr Silvester so macht. Ich weiß das noch gar nicht so genau, was ich jetzt so Silvester machen werde. Kommt drauf an. Vielleicht, ja, ein Freund von mir hat, also Sorivana. Ja, Sorivana. Ihr kennt ihn vielleicht. Er hat mich gefragt, ob ich nicht irgendwie was mit dem machen möchte, mit seiner Freundin und so weiter. Mal schauen. Vielleicht aber mache ich auch was mit einem anderen Freund oder ich schlage den mit dazu ein, je nachdem, muss ich mal gucken. Großartig ist da jetzt noch nichts geplant. Aber wie verbringt ihr eigentlich Silvester? Seid ihr da eher bei eurer Familie? Seid ihr dann eher bei Freunden? Na klar, je nachdem, wenn man eine Freundin hat oder wenn man in einer Beziehung ist oder eine Ehefrau hat oder so, dann natürlich meistens versucht man dann wenigstens mit der Familie die Zeit zu verbringen. Und dann gibt es meistens auch Raclette oder Fondue. Boah, die Sachen esse ich so gerne. Das ist irgendwie meistens Standard, dass das irgendwie zu Silvester irgendwie auf dem Tisch landet. Hä? Jetzt verstehe ich gerade nicht. Okay, ich konnte diesen einen Weg da gehen, ne? Ich habe jetzt ein bisschen zu viel gequatscht, merke ich gerade. Ja, hier habe ich schon alles aufgeräumt, da auch. Aber warum kommt... Ah, okay, da, der eine Ast, den habe ich nicht gesehen. Obwohl... Nee, ich musste den unteren Ast hier. Ah. Stimmt, und das heißt, von der einen Seite komme ich nach der... Ah, okay. Das war mein Fehler. Das hat mich gerade ein bisschen irritiert. Oh, okay. Aber ich finde das cool. Das erinnert mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, habt ihr mal Breath of Fire 2 gespielt? Den ersten habe ich noch nie gespielt. Werde ich irgendwann mal nachholen. Den dritten habe ich auch für die PS1. Wenn ich das alles zustande bekomme. Ich habe mich jetzt wieder ein bisschen informiert und ein netter Let's Player hat mir dabei geholfen. Ja, er ist wirklich nett. Er hat mal geantwortet. Und zwar hier der Link X, also Link X2. Der wird ein bisschen anders geschrieben, also... Oh, heilige Eiche. Okay, die heilige Eiche. Ja, der hat mir halt geholfen. Und ich kann euch nur den Tipp geben, dieses HD-PVR, was ich benutze, oder habe, das kann man tatsächlich so regeln, indem man Audacity also nebenbei benutzt, damit man seine Stimme aufnimmt und gleichzeitig das Gameplay von den alten Konsolen. Das geht... Aber irgendwie ist bei mir so ein Fehler. Es kann entweder an der CD liegen, weil ich ja Tombi 2 die ganze Zeit versuche und wirklich daran verzweifle.
kann aber auch am Programm liegen, dass mein Computer das nicht ganz hinbekommt und dass deswegen der Ingame-Sound so ein bisschen verzerrt ist. Wow, der hat mich ja direkt getötet. War es eine One-Hit-Attacke oder was? Auf jeden Fall gebe ich euch da auch ein paar Tipps, weil mich hat das wirklich genervt. Es ging mir wirklich auf den Senkel. Und ich bin so froh, dass er mir geholfen hat. Der ist wirklich eines der nettesten Let's Player auch. Und so welche Leute sollte es öfters geben. Ich bin ja einer, der guckt auch ab und zu von Domtendo ein paar Let's Plays. Natürlich nicht alle, aber so, ich muss sagen, er macht seine Sache ganz gut und alles. Aber wenn man ihn dann als Außenstehender irgendwie dann mal so anschreibt und dann fragt, dann gibt er einem nicht die Antwort. Das finde ich sehr schade. Und deswegen, das rechne ich dann jedem wirklich hoch an. Ich weiß auch nicht, warum er dann nicht direkt antwortet. Vielleicht, weil er Angst hat, Konkurrenz oder so, keine Ahnung. Wobei, man kann sich ja heutzutage wirklich im Internet schlau machen. Oh, Stufe 27. Aber, manchmal findet man nur Bruchteile im Internet und muss sich da selber was zusammenreimen. Natürlich, von nix kommt nix und man sollte sich dahinter klemmen. Aber wenn man zurzeit auch noch andere Dinge um die Ohren hat und sich wirklich nicht mehrere Stunden... Und ich will jetzt nicht wissen, wie viele Stunden, es waren locker 7 oder 5 Stunden, die ich verbraucht habe oder verschwendet habe mit den ganzen Grabbern und habt ihr nicht gesehen, was ich da alles ausprobiert habe. Ohne Scheiß. Das hapert, das geht richtig an die Nieren. Weil man da wirklich sich so drin vertieft und man kommt da nicht so wirklich einen Schritt weiter. Das ist dann schon ziemlich ärgerlich. Und ich meine, wir sind heutzutage im Besitz des Internets. Und warum sollte man sich nicht gegenseitig alle unterstützen? Und... ja, wieder versteinert. Boah, ihr scheiß Frösche. Unk, unk, oder wie ihr euch da nennt. Hey, warum musst du versteinern können? Na toll, auch noch vergiftet. Magie ist geschwächt. Ich habe sowieso mit der Axt angegriffen. Los, mach Kleinholz aus ihm. Dankeschön. So. Ja, das wollte ich halt nur mal erwähnen. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit bezwecken wollte. Und ich finde, heutzutage, ja, das Internet, auch die Jugend, die hat sich ja dementsprechend verändert. Man kann sich natürlich nicht komplett da reinversetzen, weil, ja, die Jugend, man muss nicht sagen, also es gibt wirklich auch Ausnahmefälle, da spricht es nicht die allgemeine Jugend an. Also es gibt wirklich heutzutage noch, aber eher selten, Jugendliche in dem Alter, die noch Vernunft haben, Anstand und die wissen, wenn es zu weit geht, was auch Cybermobbing und so weiter alles angeht. Und manche, die wissen einfach nicht, wenn es zu viel ist. So, die finden das klasse, die haben zu viel Langeweile, alles Mögliche. Und auch das spiegelt sich in den Kommentaren, je nachdem, bei anderen YouTubern, nur weil sie dann was erfolgreicher sind. Oh. Natürlich wieder. Oh, jetzt bin ich da... Hä? Warum bin ich jetzt da unten gelandet? Ich wollte doch eigentlich... Hä? Ah, ich merke schon, wir müssen den Baum erklimmen. Aber jetzt verstehe ich gerade nicht. Moment. Ey, ist das euer Ernst? Kommen die Gegner dann immer wieder? Darauf habe ich jetzt aber eigentlich gar keine Lust. Aber warum ist oben links oder da oben der Mund zu? Ne, Moment mal. Ich bin ja extra diesen Weg gegangen, ne? Ach so, man fällt... Ja doch, man fällt so oder so darunter. Ich habe jetzt gedacht, weil ich habe vorher... Ich wollte da schneller runter. Habe ich diese Taste gedrückt, dass es etwas schneller geht. Aber... ja, okay. Gut. Ich gucke jetzt aber trotzdem mal hier rechts. Hier habe ich... ja, hier können wir durch, ne? Am liebsten wäre mir ja... Ah, nee, wir kommen ja da... Ah, wenn wir... Oder? Heilige Eiche. Muss ich die jetzt hier kaputt hauen? Aha. Ach so, wenn ich da durchgehe, dann komme ich bestimmt zu dieser einen Truhe, oder?
Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt gar keine Lust, gegen alle hier zu battlen. Oh, wieder dieser Wurm. Na, was hast du diesmal für einen Namen? Laugenraupe, okay. Du gefällst mir nicht. Mal schauen, macht das gut Schaden oder nicht? Ah, okay, es ist akzeptabel. Naja, ich bin jetzt komplett vom Thema abgewichen. Weil ich jetzt hier gerade so fasziniert bin und mich darauf konzentriere, wo ich jetzt hier lang gehe. Ich habe jetzt nämlich gerade wirklich keine Lust, so viel herumzukämpfen. Aber wie ihr sehen könnt, hat das wahrscheinlich keinen Zweck, weil ich musste hier besiegen. Schade, kann ich nicht über die drüber springen? So. Ich mache jetzt einfach mal mit jedem Magie. Damit das hier ein bisschen schneller von dannen geht. Aber wenn ihr noch irgendwie irgendwelche Themen so in der Richtung habt oder genau verstanden habt, worum es mir halt ging, was das Thema Internet und so weiter betrifft oder heutzutage auch die Jugend oder allgemein Leute, die einen höheren Rang besitzen. Okay, sie können natürlich nicht jedem antworten, das ist klar, ne? Aber... so, ich meine, ja, ich erwarte nicht sofort eine Antwort. Das steht schon mal fest. Aber, naja, ich finde, man kann trotzdem mal durchschauen und sich damit beschäftigen. Denn schließlich deswegen machen ja die Let's Plays. Ey, kann das nicht... ey. Warum haben diese Frösche einfach diese Techniken drauf? Das nervt. Immer dieses Versteinern, Versteinern. Naja, wenigstens geht das Waffewechseln schneller. Dass ich nicht immer ins Menü muss, sondern mit L und R geht das. Das ist ganz, ganz simpel gemacht. Ja doch, ich denke schon, wir kommen jetzt gleich zu dieser Truhe und da muss ja irgendein gutes Item drin sein und darauf freue ich mich schon. Ich hoffe mal, dass es wirklich eine neue Waffe oder so wäre. Das wäre ganz cool. Wir haben natürlich im letzten Part, glaube ich, 2 ganze neue Waffen bekommen. Also, normalerweise bräuchten wir das nicht, aber es wäre ganz cool. Ich weiß gar nicht, Donneraura, war das eigentlich sehr effektiv gegen diese Viecher? Ich muss das jetzt mal ausprobieren. Oh, toll, der ist jetzt direkt one-hitted. Na, okay. Nein, nicht starre Steine. Oh. Komm schon, stirbt. Nein, verloren. Ich hätte sie doch erstmal heilen sollen. Das war der Fehler. So. Ich frage mich, ob der Erdfluch oder der Feuerfluch was bringt. Wir sind ja jetzt hier im Baum, ne? Ich denke mir mal, dann müssten die ja Feuerschwäche haben. Normalerweise. Wobei, die Frösche... nee. Ich glaube, die kann man einfach nur gut mit Nahkampfangriffen besiegen. Ich glaube, die sind gegen Zauber so ein bisschen immun. Anders kann ich mir das jetzt gerade nicht zusammenreimen, was hier abgeht. So, komm.
Weg mit dir, ich will hier weiter. Aber was ich witzig finde ist, die Pilze, die werden nicht durchschnitten, sondern die kommen nur in den Boden. Irgendwie komisch, oder? Naja, vielleicht wussten die nicht, wie die das animieren sollten oder so ähnlich. So, ja. Der Zauber ist eigentlich relativ... Nee. Ich greife jetzt einfach normal an. Ich meine aber auch, die Axt macht mehr Schaden als der Greifhaken. Kann das sein? Das war jetzt gerade nicht geplant, aber der eine stirbt und der andere wird dann auch... Boah. Automatisch angegriffen, wollte ich damit gerade sagen. Komm, sie ist ja vergiftet. Wir sind kein Unmensch. So. Auf geht's. Wenn wir rauskommen, ist da sowieso noch ein Gegner, meine ich. Wenn ich jetzt Pech habe... Oh, schon wieder vergiftet. Scheinbar ist sie nicht resistent gegen Gift. Nur Mr. Horror Jumper. Aber einerseits bin ich ja doch sehr froh, dass wir die Schlachtfelder gemacht haben. Weil sonst hätten wir gewisse Rüstungsgegenstände nicht bekommen. Und diese hätte ich jetzt wahrscheinlich dann, ja. Ohne sie hätte ich jetzt sehr oft Vergiftung und wäre nicht resistent gegen irgendetwas. Und das wäre richtig mies gewesen. Und weil du jetzt wieder vergiftet bist, warum heile ich das eigentlich? Ist doch eigentlich schwachsinnig. Sie wird immer und immer wieder vergiftet. Oh. Da, ich hatte recht. Wir kommen tatsächlich dahin. Okay. Skorpione, ihr wart schnell beiseite geschoben. Ich glaube sogar ein Luftfluch hat ausgereicht. Oder reichte aus, wie auch immer. Ich musste gerade selber darüber nachdenken, was ich da gesagt habe. Mann. Ja, komm. Ist okay. Vielleicht mache ich den Part ja auch was länger. Weil ist ja ein bisschen doof gelaufen. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit die Gegner battlen. Vielleicht mache ich den ja knapp 30 Minuten. Na, na, was ist da drin? Felsenaura. Geil. Das heißt, wir haben jetzt schon 3 Stück, ne? Oder? Wie sehe ich das? Ja, noch eins fehlt uns und dann haben wir, glaube ich, alles. Ey, das ist ja genial. Das ist mehr als genial. Das ist richtig, richtig gut. Das freut mich. Ich sollte trotzdem nochmal das untere kurz speichern. So kann man ja nie wissen. Der Rucksack. Weiter geht's. Weiter geht's. Genau, es gab ja so ein Spiel... Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht mehr genau, aber es erinnerte mich an Rayman. Der hieß, glaube ich, Mushroom Man oder so. Irgendwie sowas. Das gab es, glaube ich, für die Wii und für den Nintendo DS. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Ich glaube, das war so eine Art auch Jump'n'Run. Ich meine sogar, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ihr da ein bisschen Infos habt oder so, schreibt mir das mal in die Kommentare. Da bin ich jetzt gerade zufälligerweise drauf gekommen, weil hier so viele Pilze waren. Vielleicht wäre das ja mal ein Let's Play wert, wer weiß. Weil, ja, so die Mario-Klassiker und alles, was jeder ja bisher Let's Played. Oh, ja. So, die jeder bisher Let's Played. Das möchte ich nicht unbedingt machen. Und ja, das kann ich später immer noch irgendwann machen, weil das ist nicht so, als ob ich Mario Jump'n'Run Spiele nicht mag oder
mögen würde, ne? Also ganz im Gegenteil. Oh, okay. Nur, ja, das hat jeder schon mal irgendwie Let's Played oder davon gibt es etliche Let's Plays. Und das mache ich dann halt einfach mal, wenn ich darauf richtig Bock habe. Deswegen habe ich auch so Sachen wie Chameleon Twist und so gemacht, aber ich meine, das habe ich schon mal in einem Part erwähnt. Da merkt man, so Rollenspiele zu Let's Playen, naja, wenn man im Kampf ist, da muss man sich gewisse Themen manchmal ausdenken. Aber naja, was soll's. So, jetzt lass mich mal kurz überlegen, soll ich diesen Weg hier gehen? Oder den anderen? Kommen wir ja eigentlich nicht drum rum, ne? Also, oh, da ist eine Truhe, da könnten wir relativ schnell dran kommen. Was ich gut finde ist, hier sind weniger von diesen scheiß Mistviechern Frösche. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich die Gegner angreife, die keine Frösche sind. Ich kann ja jetzt mal gucken, die Felsenaura, ihr wollt die bestimmt sehen, oder? Es ist ja immer sehr interessant, wenn man einen neuen Zauber bekommt. Nicht schlecht, Leute, nicht schlecht. Die war ja richtig geil, die Technik. Der Sound war natürlich gewöhnungsbedürftig. Das hatte sich angehört, als ob jemand mit Krallen an einer Tafel entlang geht irgendwie. So in etwa, also jetzt nicht direkt, aber ihr wisst, was ich vielleicht damit meine. So, ich mache jetzt mal einen Zaubertrank. Sie hat ja wirklich nichts mehr. Und wir haben ja noch genug davon. Wir haben ja auch genügend Geld. Ich glaube, hier war irgendwie noch nie Geld das Thema. Ganz anders ist es in anderen Rollenspielen. Aber nicht immer. Kommt natürlich darauf an, wie oft man kämpft. Und hier kämpfen wir ja wirklich gegen alles. Also, naja. Vielleicht schaffen wir es ja noch Stufe 28 zu werden, wenn wir kurz vorm Boss sind. Ich denke mir mal, hier wird auch ein Boss irgendwie kommen. Nein. Versteinert und erstarrt. Ich kann doch jetzt nichts mehr machen, oder? Doch. Nein, nein. Hey, Leute, ist das normal? Das ist echt nicht mehr normal. Das zackt einfach nur noch. Das ist nervig. Ja, erstarren ist okay. Komm, ja, One-Hit. So, jetzt kill den, damit Friede, Freude, Eierkuchen hier ist. Genug erstarrt. Oh, sie ist auch noch vergiftet. So, okay. Ja, da kann ich jetzt einfach rüber. Das heißt, den unten, den Gegner, könnte ich ja theoretisch überspringen. Aber ich habe so das Gefühl, wir müssen trotzdem alle killen. Weil irgendwie, ja, öffnen sich diese Münder von diesen, ja, von dieser, ja, wie nennt man das? Fratze? Keine Ahnung, von dem Gesicht nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was der Wurm noch so drauf hat. Aber er hat uns gerade nicht attackiert. Das sollte ich ausnutzen. Und natürlich ist sie wieder vergiftet. Ich glaube, es lohnt sich echt nicht, sie zu heilen. Na kommt. Wenn wir schon mal dabei sind, dann killen wir den auch. Ein paar Erfahrungspünktchen mehr oder weniger. Irgendwie finde ich ja diese eine Technik ziemlich geil, ne? Ich glaube, ich mache die jetzt öfters, damit das was schneller geht. Weil wir haben ja sowieso noch genügend Zaubertränke und warum nicht? Ich glaube, heute habe ich auch recht relativ viel Zeit. Ich glaube, ich nehme auch mehrere Parts hintereinander auf, anstatt immer nur zwei. Nur, ihr dürft euch nicht wundern, wenn ich dann ein wenig weniger Themen finde. Ich versuche mir schon, gewisse Sachen aus den Fingern zu saugen. Oder deswegen lasse ich mir auch was Zeit. Ja, war ja klar, der Frosch überlebt. Jetzt versteinern, ne? Komm, nee? Nicht versteinern. Was ist denn mit dir los? Hast du
Hast du das verlernt, diesen Zauber? Versteinern? Oh, mal nur zwei Gegner. Ja, die müsste jetzt eigentlich... Ja, ich denke mir mal, die haben genau knapp 700 KP, denke ich mir einfach. Oh, warum? Das ist wie bei Earthbound. Also, was heißt wie? Okay, das kann ich nicht öffnen. Einige unter euch kennen das Spiel vielleicht. Es ist ja jetzt für die Wii U vorhanden. Also kann man sich im E-Shop holen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich habe damals meinem Bruder, wo das hier quasi in dem E-Shop erschienen ist, habe ich ihm zugeguckt, wie er es halt zockt. Quasi von Anfang bis Ende. Und er konnte halt einfach nicht verstehen, was ich daran so finde. Aber naja, ich gucke mir auch Let's Plays an. Warum sollte ich dem nicht auch dabei zugucken, wie der das dann halt spielt? Das Spiel ist auf jeden Fall sehr interessant. Es hat sehr viel Humor. Was mich ein bisschen stört ist, ich habe ein bisschen manchmal Englisch-Probleme. Also ich habe nicht so die Kenntnis. Natürlich, das ein oder andere Simple verstehe ich natürlich, ne? Das ist kein Ding, aber damit man auch komplett den Humor versteht, sollte man wirklich auch komplett ein wenig Englisch besser beherrschen. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, das solltet ihr mal unter die Lupe nehmen. Das ist halt für den Super Nintendo, aber na und? Das muss ja nicht heißen, dass es schlecht ist. Also für die, die irgendwas nachholen wollen, das wäre auf jeden Fall was. Was mich natürlich stört ist, dass man diese Ego-Perspektive hat, dass man seine Charaktere nicht sieht. Nur die Charaktere der Gegner, also wie die Gegner dann angreifen und so weiter. Aber darüber kann man hinwegsehen, wegen dem genialen Soundtrack und so weiter. Kann ich nur empfehlen. Solltet ihr mal vorbeischauen. Und ich gucke jetzt gerade, wo ich hier lang muss. Das nervt mich ja schon ein wenig gerade. Also, da ist dieser Baumstumpf. Ich habe so ein Gefühl, dass ich den abtrennen kann. Dass sich dadurch ein, ja, wie sagt man? Weg bildet oder so? Keine Ahnung. Ich kann es ja mal ausprobieren. Nee, geht nicht. Oder hier. Nee. Oder hier. Oder mit Bomben. Nee, geht irgendwie nicht. Warum nicht? Muss ich das mit dem Schwert? Ah. Aha, okay. Okay, gut, Leute. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz rein. Oh. Und ich würde sagen, ich beende diesen Part hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es auf jeden Fall definitiv weiter. Woanders können wir ja auch nicht hin. Gut, sollte ich diesen Part noch vor Silvester hochladen, was ich auch denke, dann wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Und ja, ich hoffe, 2015 habt ihr euch alle irgendwie was vorgenommen. Oder allgemein, was euch gut tut, was auch immer, wie auch immer, werdet zum besseren Menschen, was weiß ich. Naja, jeder hat Leichen im Keller, also macht's gut, haut rein, euer Mr. Jumper.